Herzlich willkommen zum Horizonterweiterer Videoblog mit dem Sonderthema Nichtraucher werden. Sie schaffen es nicht alleine, Nichtraucher zu werden. Es ist auch nicht ganz einfach. Denn mit Nikotinabhängigkeit hat das nichts zu tun. Das wissen wir durch moderne Forschung. Das Nikotin macht nicht körperlich abhängig und deswegen wirken auch solche Hilfsmittel wie Pflaster oder Kaugummi nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe immer wieder Klienten da, die sagen, sie haben schon alles probiert und sie haben auch trotz Nikotinpflaster weiter geraucht. Rauchen ist zu 100% Gewohnheit. Aber auch wenn das so einfach klingt, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn eine Gewohnheit nicht so abläuft, wie wir es gerne hätten, können wir ganz schön aggressiv werden. Also gilt es in erster Linie einmal, die Gewohnheit aufzulösen. Da können die klassischen Hypnoseverfahren wie suggestive Hypnose eingesetzt werden, aber auch Akupunktur, Akupressur oder sogar Medikamentengabe. Das hilft dann mal, dass für ein paar Tage die Rauchergewohnheit aufgelöst ist, der Drang zu rauchen weg ist. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Die Zigarette baut sich in den Tagesablauf eines Rauchers ein und übernimmt wichtige Funktionen. Zum Beispiel Entspannung, Belohnung, Zeit mal über Dinge nachzudenken, aber ein ganz wichtiger Grund ist auch noch das Ritual. Ein Ritual gibt uns Halt, denn es läuft immer zu bestimmten Zeiten ab, seien es Jahreszeiten oder eben auch über den Tag verteilt. Und gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft, wo sich alles im Leben ständig ändert, brauchen wir Dinge, die konstant sind, denn sie geben uns Sicherheit. Das Wissen, übermorgen um die Uhrzeit läuft das ab. Da kann ich mich drauf verlassen, auch wenn alles andere unsicher ist. Und so wird die Zigarette zu einem wichtigen, sicherheitsspendenden Ritual. Wenn die Zigarette jetzt durch Willenskraft weggelassen wird, fehlt das alles. Fehlt die Möglichkeit zu entspannen, die Idee, mal eine Pause zu machen. Es fehlt die Belohnung, es fehlt das Ritual. Für viele bedeutet das, das Unbewusste sucht nach was anderem und da kennt es etwas anderes, nämlich Essen, was ähnliche Funktionen erfüllen kann. Es macht satt, das gibt Entspannung, es gibt Glücksgefühle, wir können uns darüber belohnen und es ist ein Ritual, was sowieso schon da ist. 3 bis 4 Mal am Tag essen wir. Und das ist das, wo viele davor Angst haben, die Gewichtszunahme. Es gibt noch weitere Dinge, nämlich zum Beispiel das Abdriften in Alkohol. Habe ich auch schon öfters hier gehabt, dass die Menschen mit einem kleinen Alkoholproblem kommen, nach dem Motto, ich habe das Gefühl, ich kann bald nicht mehr aufhören. Schauen wir mal hin. Und es stellt sich raus, Sie haben vor 5 Jahren erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört durch Willenskraft, sind besonders stolz darauf und haben nicht gemerkt, dass Sie quasi weiter geraucht haben, nur nicht mit Zigaretten, sondern mit Alkohol. Ein Hauptaugenmerk der Arbeit sollte also sein, Alternativen zu finden. Wie kann ich mich in Zukunft belohnen? Wie kann ich entspannen? Wie kann ich mal Zeit für mich finden, um neue Projekte zu durchdenken? Und wie kann ich ein oder mehrere neue Rituale in mein Leben hineinbringen? Erst wenn das alles geleistet ist, dann kann man erfolgreich zum Nichtraucher werden. Und das ist der Weg, wie ich meine Klienten in der Praxis unterstütze.